auf diesem Computer aufzeichnen. So, die Aufzeichnung läuft und ja, ich würde euch bitten, dann einfach mal zu starten. Ich brauche noch eine Sekunde. Sebastian braucht noch Okay, eine alles Sekunde. klar. Ja. Als Moderatoren seid ihr eingerichtet, müsste eigentlich funktionieren mit dem Bildschirm teilen. Ach so. Ja, also während Sebastian hier gerade noch die technischen Probleme ausmerzt, sage ich vielleicht einfach schon mal was so generell zu dem Praktikum. Wir haben da ja gestern schon mal ganz kurz angekündigt, was das sein wird. Ich habe eine Art ja, Projektvorlage angefertigt. Da handelt es sich hauptsächlich um ein kleines Java-Projekt mit einer Nutzeroberfläche. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Okay, und dann, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, diese Praktikumsvorlage wird jetzt ja, von Ihnen nach und nach befüllt. Das ist allerdings, das sage ich jetzt mal ganz kurz vorab, noch ein bisschen Work in Progress. Das heißt, es wird dazu kommen, dass Sie ab und zu mal mit dem Masterprojekt, das ich angelegt habe, synchronisieren müssen. Das zeigen wir Ihnen aber alles. Ich denke mal, Sebastian ist jetzt soweit, dass er das GitLab kurz vorstellen kann, wie wir das benutzen wollen, was Sie dort so machen müssen. Und ich werde dann im zweiten Teil darauf eingehen, wie wir oder wie Sie das Ganze bearbeiten, wie Sie mit IntelliJ umgehen und mit Git. Ich habe gerade ein bisschen Probleme. Das tut mir leid. Das ist nicht geplant, nicht professionell. Mein Rechner ist sehr langsam. Aber gut. Kann man mich denn verstehen so, wenn ich jetzt hier spreche? Ja, es geht. Ja? Okay. Dann share ich mal meinen Bildschirm hier. Fangen wir schon mal mit dem Schuster oder so. Okay. Ja, die technischen Probleme. Sonst, weißt du was, mach das einfach über meinen Rechner und dann ist gut. Ich teile einfach meinen Bildschirm eben und dann. Okay. Wir passen uns an. Wir passen uns an. Wie im Scrum. Richtig. Ich teile einfach mal den gesamten Bildschirm. Genau, jetzt sind wir schon eingeloggt. Ich glaube, ich fange mal nochmal ganz von vorne eben einmal an. Also er muss eben einmal Ach den so. Dings wegmachen, wegschieben. Okay. Ja, also GitLab. Das hatten wir gestern schon gesagt, ist quasi unsere Basis für die Bearbeitung des Praktikums. Man erreicht das unter gitlab.hs-osnabrück.de, kann sich da mit den lokalen, mit den zentralen Benutzerdaten einloggen. Und dann sollte es eigentlich so sein, wenn Sie schon in einer Gruppe sind, dass Sie in der Übersicht diese Gruppe dann sehen. Hier sind jetzt alle angezeigt. Das heißt, da wird bei Ihnen dann das entsprechende Kürzel im Pfad sein. AD Sommersemester 2022 ist die Gesamtgruppe quasi. Dann kommt der Gruppenname und das Projekt selber heißt HSOS AD Praktikum. Genau, und da drin finden Sie dann erstmal quasi die Hauptseite vom Projekt. Da steht ein bisschen was zum Projekt und man kann hier unten sehen, was für Dateien im Moment enthalten sind im Projekt. Es gibt eine README, wo nochmal erklärt wird, welche Software nötig ist, um das Projekt zu bearbeiten quasi. Ein bisschen was zu Git, wie man das Projekt klonen kann und so weiter. Da wird Christian aber gleich auch auf jeden Fall noch was zu erzählen. Genau. So ein paar Voraussetzungen, die gehen wir aber gleich nochmal durch.
Das steht auch im Moment im Elias. Wir werden das vielleicht nochmal zusammenführen. Das ist eigentlich üblich, wenn man sich so Softwareprojekte anguckt, vor allen Dingen so im Open-Source-Bereich, dass man so eine README hat, wo eigentlich genau diese Sachen, wie man erstmal dazu kommt, das laufen zu lassen und zu installieren und so weiter, ein paar Zusatzinfos gegeben werden. Das ist eigentlich immer in so einer README. Die ist auch einfach in jedem Projekt drin. Christian hat, glaube ich, weiß ich nicht, ob er schon gesagt hat, es gibt, muss man so ein bisschen vielleicht erstmal verstehen, was das eigentlich jetzt ist. Das ist ein Fork, nennt man das. Also es ist quasi eine Kopie von einem Masterprojekt. Wir haben halt alle den Code und auch alle grundlegenden Informationen in einem Masterprojekt angelegt und haben quasi jeder Gruppe, die jetzt entstanden ist, einen sogenannten Fork gegeben. Das ist dann einfach wirklich eine verlinkte Kopie, könnte man sagen, von diesem Masterprojekt. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, wenn wir Änderungen im Masterprojekt machen, und das wird auch auf jeden Fall passieren, dass Sie diese Änderungen nachladen können. Aber Sie haben quasi eine eigene Kopie jetzt hier in Ihrem GitLab, in Ihrer Gruppe, an der Sie halt auch arbeiten können. Das ist jetzt zum Beispiel, also hier sieht man ja den Pfad / bzw. unterstrich admin. Das ist jetzt unser Testprojekt sozusagen, unser eigener Fork. Da müssen Sie echt drauf aufpassen, dass Sie jetzt nicht im Masterprojekt oder sich das Masterprojekt klonen später. Da wird Christian sicherlich auch noch mal was zu sagen, weil Sie ja in Ihrer Kopie arbeiten sollen und nicht im Masterprojekt. Also es gibt irgendwo hier zwischen, muss ich mal gucken bei den ganzen, die wir jetzt haben, genau ganz unten hier, das liegt unter meinem GitLab-Account, C. Mölle ist der Kurzname. Das ist wirklich das Masterprojekt und die anderen, das sind Ihre Projekte, in denen Sie später arbeiten. Ich gehe nochmal zurück. Oder eigentlich gar nicht. Eigentlich besser hier. Was gibt es jetzt in GitLab Interessantes zu sehen erstmal? Also wie gesagt, die Übersichtsseite, da hatte ich ja gerade schon ein bisschen was zu erzählt. Ich gehe einfach mal hier so die Optionen durch, die für uns interessant sind. Ein Punkt ist auf jeden Fall, sind die Labels. Da hat Christian schon welche angelegt. Ne? Mhm. Ja. Genau, das heißt, die existieren auch in Ihrem Projekt schon. Das sind einfach Tags, die man anhängen kann an allen möglichen Stellen, vor allen Dingen natürlich bei den Issues, aber auch bei anderen Dingen. Die können Sie frei definieren, da können Sie sich auch selber welche machen, können Sie sich eigentlich selbst aussuchen, wenn Sie sagen, irgendwie wollen damit irgendwie irgendwelche Sachen markieren, dann können Sie sich die selbst anlegen. Diese hier sind schon vordefiniert. Das sind die Scrum, quasi die, ja, wie sagt man, Scrum. Ja, das Scrum-Board letztendlich. Genau, um das Scrum-Board aufzubauen, haben wir halt ein paar Labels vordefiniert. Hier Definition of Doing, Definition of Fun. Was haben wir noch? To-Do in Progress, genau. Und wir haben halt auch noch ein paar mehr angelegt für uns jetzt. Wie gesagt, der Sinn dahinter ist im Prinzip, wenn, dann kommen wir eigentlich auch schon direkt zum nächsten Punkt, wenn man jetzt Dinge besprechen will oder Dinge dokumentieren will oder das Projekt auch ein bisschen planen will, dann gibt es den Menüpunkt Issues. Issues ist erstmal allgemein, das kann jetzt irgendwie alles Mögliche sein, da kann man, das können irgendwelche Ideen sein, das können auch irgendwelche Bugs sein, das können auch einfach irgendwelche To-Dos sein, die man sich vielleicht hinterlegen will. Und die kann man halt mit den Labels versehen, um die dann halt einfach ein bisschen zu sortieren. Da kann man später nach filtern oder man kann halt verschiedene Ansichten für die Issues sich angucken, also die Listenansicht, dann die Board-Ansicht hier. Und die Board-Ansicht ist eigentlich auch das, wo wir jetzt ein bisschen mit dem Scrum das nachbilden, das Scrum, die Scrum-Übersicht nachbilden wollen, sodass die halt auch mit im GitLab drin liegt. Also das GitLab soll schon irgendwie die zentrale
Kommunikationsplattform werden jetzt, einfach auch, weil das auch im realen Leben eigentlich so ist. Ich hatte es, glaube ich, gestern in der Vorlesung schon mal kurz gesagt, wenn man jetzt in einem Projekt arbeitet, in einem Softwareprojekt arbeitet, dann arbeitet man ja nicht unbedingt im gleichen Raum. Also jetzt sowieso in letzter Zeit ja eh nicht, und aber auch generell vielleicht nicht. Das kann ja auch verteilt sein, über das Land verteilt, über Europa verteilt, über die ganze Welt verteilt vielleicht, je nachdem. Und es gibt natürlich vielleicht die Möglichkeit, irgendwie so über Teams oder Zoom oder sowas sich auszutauschen oder irgendeinen anderen Chat. Aber um das auch dokumentiert zu haben für alle Entwickler, ist es halt schon total sinnvoll, wenn man einfach Issues dafür schreibt. Ne? Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Forum eigentlich. Also man kann halt irgendwie einen Namen vergeben, also eine Überschrift vergeben sozusagen. Dann kann man innerhalb dieser Issues, wenn man da in die Detailansicht geht, kann man natürlich beschreiben, was man damit meint. Man kann so To-Dos anlegen, die man abhaken kann. Man kann Kommentare schreiben, also Sie können auch Kommentare schreiben, Sie können auch neue Issues im Hauptprojekt anlegen. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe irgendwie ein Problem mit dem Praktikum, ich weiß nicht, wie ich zum Beispiel die JDK installiere oder sowas, dann können Sie zum Beispiel jetzt einfach mal gucken, hat da schon irgendjemand vielleicht einen entsprechenden Issue angelegt? Gibt es da vielleicht auch schon eine Diskussion zu? Wir werden da regelmäßig reingucken und wir wollen halt auch schauen, dass wir das hier möglichst gut innerhalb des Systems dokumentieren. Das heißt, hier zum Beispiel habe ich selber nochmal einen Kommentar an meinen eigenen Issue ergänzt. Das kann man auch machen natürlich, um einfach nochmal so ein bisschen Übersicht darüber zu haben, eine gute Dokumentation zu haben für später, für andere Leute auch. Und wir können da auch diskutieren. Also wenn Sie sagen, das gefällt uns alles überhaupt gar nicht hier, das ist Käse, wir müssen das ändern, dann kann man da auch einfach eine öffentliche Diskussion führen, wie in einem Forum auch. Ne? Ja, man sieht so ein bisschen, bei dem hier ist schon einiges passiert mal. Da kann man auch nachträglich noch sehen, wann ist was passiert, wann wurden welche Labels angehängt zum Beispiel oder auch wieder entfernt, wann wurden vielleicht Änderungen gemacht hier in dem Issue und so weiter. Und hier unten hat man halt die Möglichkeit, dann halt einfach auch selber was dazu zu schreiben, Kommentar zu schreiben. Auf der rechten Seite gibt es so ein bisschen so ein paar Metainformationen, wer ist sozusagen der assignte Entwickler, also wer ist verantwortlich sozusagen. Man kann Meilensteine anhängen, die man allerdings natürlich auch anlegen muss, dann, wenn man das irgendwie zu einem definierten Meilenstein haben möchte, diesen Issue. Man kann Zeitschätzungen angeben, man kann ein Fertigstellungsdatum angeben, man kann, wie gesagt, die Labels angeben, die kann man hier auch frei erstellen, wenn man will, also man kann sich einen aussuchen, man kann aber auch einen direkt erstellen. Ja, Sichtbarkeit und so weiter, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant. Genau, Notifications, auch ganz nett, da kriegt man halt einfach direkt, wenn irgendwas Neues passiert in diesem Issue, einfach dann Bescheid gesagt vom System, also entweder hier oben in der Menüleiste hier von GitLab oder halt auch per E-Mail. Genau. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ja. Und zwar, das ist jetzt sozusagen die dringende Bitte oder auch der dringende Appell. Wenn Sie eine fachliche Frage jetzt zur Veranstaltung haben, dann schicken Sie uns keine Mail, weil es wird ja auch mal gerne gemacht. Dann wird dann irgendwie eine Mail vielleicht an Christian und Sebastian parallel geschickt. Also die werden wir nicht beantworten. Wir gehen auf das Issue-Board hier ein. Das heißt, wenn Sie eine fachliche Frage haben zur Veranstaltung, zum Praktikum, bitte hier als Issue formulieren, vorher gucken, gab es diese Frage vielleicht schon mal? Selbstverständlich, wenn Sie irgendwie ein persönliches Anliegen haben, prüfungsrechtliches Thema, können Sie mir natürlich eine Mail schicken. Aber ansonsten fachliche Fragen zur Veranstaltung, zum Praktikum, bitte nur hierüber. Dafür können wir dann auch noch ein Label anlegen, dass wir die dann vernünftig sortieren können. Meinetwegen Fragen oder sowas. Genau, wir können Labels anlegen. Sie können eigentlich auch Labels anlegen wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, ob Sie im Projekt selbst Labels anlegen. Ja, das kann sein, dass das eine rechte Frage ist. Sie sind ja nicht Maintainer sozusagen in diesem Projekt oder Owner. Das heißt, es gibt natürlich auch verschiedene Berechtigungen in den Projekten.
Da kann man dann drüber steuern, was jemand darf und was jemand nicht darf. In ihren eigenen Projekten dürfen sie in ihrer Gruppe alles. In diesem Hauptprojekt sind wir natürlich eigentlich die Owner. Da werden wir uns noch was überlegen, dann melden wir das halt einmal, wenn es soweit ist. Genau, also man kann also die Issues sehen, das sind jetzt offene Issues. Man kann natürlich auch die schon geschlossenen Issues noch sich anschauen. Das sind halt einfach Sachen, die abgeschlossen wurden schon oder auch alle, wie man möchte. Das ist jetzt wahrscheinlich auch wichtig, wenn Sie jetzt irgendwas suchen. Vielleicht ist die Frage ja schon beantwortet und das Problem ist geklärt. Dann kann man halt hier in den geclosten oder in allen Issues am besten suchen. Neuen Anlegen, ja, es erklärt sich, glaube ich, dann größtenteils mir selbst. Kann man hier oben. Ach ja, genau. Genau, wir haben, ja, ich fange mal hier eben an, wenn man jetzt einen neuen Issue anlegen möchte. Ganz kurz, da ist eine Frage. Herr Wolf. Ja, kann man mich hören? Ja. Die Issues, die wir anlegen, um jetzt sowas wie eine Frage zu stellen an jetzt Sie, wo erstellen wir die denn jetzt? Weil Sie sind da jetzt im Masterprojekt, glaube ich. Ja, genau, im Masterprojekt. Das ist, hätte ich gleich auch noch was zu, also hätte ich gleich nochmal gesagt. Also wenn es jetzt wirklich um Sachen geht, die jetzt das ganze Praktikum betreffen, von Ihrer Gruppe sozusagen, dann im Masterprojekt, weil wir gucken natürlich jetzt nicht in jedes Ihrer Projekte rein, was Sie da machen. Sie können ja selber in Ihren Projekten, also diese ganzen Sachen, die ich jetzt zeige, die existieren natürlich in Ihren eigenen Projekten, in Ihrer Gruppe auch. Ne? Das heißt, Sie können natürlich intern in Ihrer Gruppe das genauso benutzen oder auch noch viel mehr benutzen. Wenn es halt um allgemeine Fragen geht an uns, dann muss es aber in dieses Masterprojekt rein. Genau. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, genau. Wenn man jetzt einen neuen anlegt, dann gibt man den in den Titel. Man kann natürlich noch einen Typ wählen. Ich würde jetzt sagen, der Typ Issue ist schon okay an der Stelle. Wir haben ein paar Vorlagen für gewisse Dinge schon angelegt, für die Scrum-Typ-Issues sozusagen, zum Beispiel hier das Celebration Criteria haben wir hier schon ein Beispiel, was man auswählen kann. Das heißt, wenn Sie das aus der Liste auswählen, dann kriegen Sie halt schon mal einen kurzen Textabschnitt, den Sie einfach verwenden können. Man kann das mit Markdown formatieren. Ich weiß nicht, ob Sie Markdown kennen. Das ist eine Beschreibungssprache. Wenn man jetzt hier auf Preview klickt, dann sieht man halt schon, das ist hier als Überschrift formatiert. Hier ist irgendwie normaler Text. Können Sie sich mal angucken. Ist ja hier unten auch verlinkt. Ich weiß gar nicht, was man da so findet. Ansonsten im Web natürlich ohne Ende. Ja, über den Editor haben Sie auch die Möglichkeit, irgendwie dann Listen anzulegen, Checklisten und solche Sachen. Genau, ein Assignee brauchen Sie eigentlich nicht an der Stelle. Also das können Sie bei sich natürlich machen. Wenn Sie jetzt sagen, ich lege jetzt in meinem Projekt als To-Do vielleicht irgendwas an und Sie sagen jetzt, eine Person aus Ihrem Projekt ist dann dafür verantwortlich, ja, dann ist der unter Umständen der Assignee. Und ist dann sozusagen an diesen Issue gelinkt in den Metainformationen und kümmert sich halt einfach drum. Ne? Genau, hier unten sind noch die Labels. Die werden jetzt über die Vorlage nicht automatisch ausgewählt. Das heißt, da müsste ich jetzt irgendwie Celebration Criteria vielleicht noch hinzufügen. Gegebenenfalls vielleicht auch noch irgendwas anderes, wenn ich jetzt sage, okay, das hat irgendwie noch was mit Story zu tun. Das ist jetzt was, was wir nur haben. Dann kann man das einfach aus der Liste wählen. Das ist eine Multiple-Choice-Liste, könnte man sagen. Genau, und kann ja jetzt auch nochmal eben vielleicht nochmal irgendwas hinzufügen, was wir vielleicht noch haben könnten. So eine Checkliste. Task 1. Das kann man natürlich auch händisch eintippen hier. Und das könnte jetzt, das ist jetzt ein Windows-Rechner, da bin ich nicht so firm. So, und wenn ich mir das jetzt angucke, im Preview zum Beispiel, dann habe ich hier halt so eine Checkliste, die ich irgendwie anhaken. Ja gut, im Preview jetzt nicht anhaken kann, aber wenn ich das Ding jetzt erstelle,
dann kann ich das tun. Ne? Genau, genau. Jetzt ist auch sofort so ein Edited hier aufgetaucht. Jetzt kann man sehen, ah, okay, ich habe gerade eben Task 1 als completed markiert. Und das kann ich jetzt zum Beispiel auch in der Liste sehen. Da steht jetzt one of two tasks completed. Ne? Also kriegt man direkt eine Übersicht über das, was da gerade passiert. Ja, kommen wir mal eben zur Board-Ansicht. Da ist es jetzt so, wir haben uns das Board jetzt schon so schön angelegt. Die Labels haben sie schon. Das Board. Die Spalten kann ich leider nicht vorab anlegen. Genau, die Spalten müssen Sie einmal selber anlegen. Das heißt, am besten geht jetzt mal jeder in das eigene Projekt, in das Gruppenprojekt rein und geht da in die Issue-Board-Ansicht. Hier auch mal eben in unser eigenes Projekt, also unser Admin-Projekt sozusagen. Und zum Ende? Nee, das war ganz oben. Genau. Genau. So sieht es jetzt bei Ihnen im Moment auch noch aus. Open und Closed sind halt vordefiniert. Ne? Das ist einfach dieser Zustand des Issues. Ist er jetzt schon geclosed oder ist er nicht geclosed? Je nachdem wird er halt einsortiert. Und was wir jetzt brauchen oder was Sie jetzt brauchen, ist einmal Celebration Criteria, Definition of Doing, Definition of Fun, To Do, in progress und Review. Ich glaube, Review habe ich nicht mit eingefügt, aber Story muss auch noch mit rein. Story muss auch, okay. Genau. Sie können sich auch an dem einfach orientieren, was wir hier haben. Also Sie können sich in das Hauptprojekt, in das Masterprojekt auch in das Board klicken quasi und können sich das angucken und dann in Ihrem eigenen Board auf ihrer Issue-Seite im Projekt dann halt die Dinge anlegen. Das heißt, man klickt einfach auf Create List hier oben, sucht sich dann das Label aus. Und das war es eigentlich schon. Dann habe ich schon die Board-Spalte schon angelegt. Kann ich erstmal einklappen jetzt, dann ist es nicht so voll. Vielleicht die anderen auch. Ja, und dann gehe ich jetzt einfach die Dinger hier durch. Das müssten Sie dann jetzt auch einmal machen. Ja, wahrscheinlich, also genau, Christian sagt, die müssen eigentlich alle rein. Das heißt, wir müssen einfach alle einmal durchgehen. Ich meine, wenn jetzt was fehlt, das ist jetzt kein Beinbruch. Ne? Das kann man natürlich nachträglich auch noch. Das, was ich jetzt hier mache, das kann man ja jederzeit machen. Aber Sie sollten das am besten jetzt einmal machen, dann haben Sie es einfach fertig. So. Ich glaube, das war's. Ja, genau. Also wenn das bei Ihnen jetzt auch genau so aussieht, dann ist das Thema schon mal abgeschlossen. Okay, ja, Issues haben Sie noch nicht. Sie können natürlich einfach probehalber jetzt mal einen anlegen, aber das, was dann passiert, ist eigentlich, glaube ich, nachvollziehbar. Also Sie werden jetzt irgendwie, logischerweise, wenn Sie jetzt irgend so ein Ding hier anlegen nochmal, ich nehme jetzt einfach mal irgendwie ein Template dafür, Definition of Fun und das entsprechende Label. Und wenn ich das jetzt hier create und wieder in das Board gehe und in Definition of Fun gehe, sehe ich, ah, okay, da ist er. Und ob man jetzt dann hierüber sozusagen arbeitet oder über die Listenansicht, das ist eigentlich dann gleichwertig. Hier hat man einfach das ist einfach eine andere View. Das ist einfach eine andere Sicht auf die gleiche Sache. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich switch nochmal in das Masterprojekt. Gibt es da irgendwie jetzt noch Fragen oder ist das eigentlich soweit? Achso, nee, das Teams. Wo ist Zoom? Chat ist hier oben. Ah, ja. Ja, das. Ah, okay, ja, das müssen wir gleich.
nachtragen, das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber egal. Okay, also gehe ich mal davon aus, dass alles klar ist soweit. Ja, was gibt es noch für interessante Punkte hier? Das können wir, glaube ich, erstmal noch außen vor lassen. Was auf jeden Fall noch interessant ist, also wir haben, glaube ich, gestern schon mal kurz darüber gesprochen. Wir benutzen quasi Continuous Integration jetzt in dem Projekt. Das heißt, wenn man Code in das Repository schiebt, also ich hoffe, diese Begriffe sind einigermaßen klar. Ich überlege gerade, ob ich da vielleicht lieber erstmal was zu sagen. Also das Repository, GitLab ist im, fangen wir mal ganz vorne an. Also GitLab bietet erstmal ein Git-Repository an. Das ist einfach eine, eigentlich ein Speicher, könnte man sagen, in dem man diese versionierten Code-Stände, die man über Git erzeugt, also Git ist ja eigentlich eine Code-Verwaltung, mit der man fest definierte Versionen quasi erzeugt, die auch dann immer erhalten bleiben. Das heißt, man hat so eine Art, wenn man so will, so eine Art Zeitleiste über alles vom Projektstart bis, ja, bis zum heutigen Tag sozusagen, was passiert ist. Und all diese Informationen liegen so jetzt erstmal, wenn Sie Git benutzen, erstmal lokal auf Ihrem Rechner. Also wenn man jetzt nicht unbedingt das Projekt forkt, sondern man fängt jetzt ein neues Projekt an, was komplett leer ist, dann macht man das eigentlich erstmal lokal. Da kann man dann die Änderungen sozusagen als Punkte in der Zeit, als Commit nennt man das dann, einmal ja, sichern quasi, als Version sichern. Und damit das Ganze aber jetzt in einer Gruppe funktioniert, also dass man auch wirklich im Team dann arbeiten kann, muss man natürlich irgendwo das Ganze, also diese Daten halt auch zentral sichern. Jetzt könnte man sagen, okay, das kann man auf irgendeinem File-Server oder sowas machen, das funktioniert auch. Aber schöner ist natürlich eine Software, die das auch so ein bisschen unterstützt, die auch das Projektmanagement ein bisschen unterstützt. Und das ist eben genau das GitLab. Das heißt, ein Bestandteil von dem GitLab ist halt dieses Repository, wo erstmal der Code drin liegt. Und da kann man jetzt zum Beispiel auch sehen, hier wurde ja schon so einiges von Christian gemacht. Ich habe mal die README abgedatet. Das ist jetzt ein bisschen unschön. Also man sieht, Christian hat ziemlich viel am Code verändert. Liegt einfach daran, dass er das gemacht hat auch einfach. Also es war sein Teil sozusagen. Und ich kann jetzt halt gucken, auch im Nachhinein noch, was hat er denn wann gemacht, was wurde verändert. Dann gibt es immer so eine Commit-Message, in der man halt ganz kurz beschreibt, was da passiert ist an der Stelle. Das ist halt wirklich nicht viel. Normalerweise sind das eigentlich nur solche Meldungen hier. Die sollten natürlich irgendwie nachvollziehbar sein, was da geändert wurde. Und man kann halt auch in diesen Commit reinspringen und kann halt sehen, ja, was ist denn da eigentlich am Code passiert, ne? Also man sieht zum Beispiel jetzt in der Datei, im Terminal Controller zum Beispiel, da wurde halt diese Zeile hinzugefügt. Und hier ist zum Beispiel eine Datei, die wurde komplett hinzugefügt. Ein paar Methoden hinzugefügt und so weiter und so fort. Ne? Also so sieht so ein Commit halt aus. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Stand, den möchte ich jetzt gerne freigeben für die anderen Entwickler auch, dann mache ich halt so einen Commit. Und der wird dann hochgeladen in das Repository. So kann dann jeder andere sich den wieder runterladen und dann kann man halt gleichzeitig gemeinsam an der gleichen Software entwickeln. Das ist eben genau der Hintergrund und das, was auch in der Realität überall passiert. Man arbeitet in der Regel halt eben nicht alleine an so einem Projekt, wobei das auch Sinn macht, dann Git zu nutzen, weil ich habe einfach irgendwie diese Versionierung dann, wenn ich merke, oh Mann, ich habe das jetzt alles umgebaut und es funktioniert einfach nicht. Dann hat man sich vielleicht ein Backup gemacht, vielleicht aber auch nicht. Wenn man sich dann einfach aus dem Git halt eine alte Version wiederherstellen kann, dann kann man ohne weiteres da wieder weitermachen. Und man kann sich auch immer die Differenz anzeigen lassen. Also das, was wir gerade gesehen haben. Hast du auch was, wo du was gelöscht hast? Weißt du zufällig was? Wahrscheinlich. Christian fügt immer nur hinzu. Genau, ich baue immer nur ein. Das ist so. Er macht keine Fehler. Nie, gar nicht. Ja,
wenn wir jetzt nichts finden, ist auch nicht schlimm. Man kann natürlich, da wo wir jetzt gerade gesehen haben, was da alles hinzugekommen ist, da kann man auch sehen, wenn sich irgendwas, wenn irgendwas rausgenommen wurde, das ja da. Genau, genau. Wenn irgendwas rausfliegt, dann. Genau, das ist so ein Diff, also einfach die Differenz von der vorherigen Version zu dieser Version. Man kann auch eigentlich beliebige Diffs machen zwischen der ganz aktuellen Version und der allerersten Version oder irgendwas dazwischen. Das ist alles möglich, wenn man einfach sehen will, was am Code hat sich denn da eigentlich geändert. Ist natürlich total schick, weil, naja, kann man vielleicht nachvollziehen, wenn man schon mehrere Änderungen gemacht hat und so weiter, findet man dann noch alle, weiß man das dann noch? Hat man das im Kopf? Nee, eigentlich nicht. Ne? Deswegen kann man dann halt einen Diff einfach machen. Genau, und hier sieht man das ganz gut. Und so kann man sich einfach auch super angucken, was hat sich eigentlich verändert hier irgendwie. Ne? Hier ist auch so ein Klassiker hier irgendwie, da ist das To-Do ist rausgeflogen. Dafür ist dann irgendwie eine Methode reingekommen oder Methodenaufruf reingekommen jetzt. Ja. Genau. Ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach ja, CI/CD, genau. Ja, genau, das ist eigentlich der, das war jetzt erstmal der zentrale Punkt. Jetzt ist es so, wenn Sie jetzt eine Änderung in das Repository reinschieben, das heißt, Sie haben irgendwas programmiert, Sie haben irgendwie bei sich den Commit gemacht und haben gesagt, okay, das ist jetzt sozusagen mein Codestand, dann kann man das pushen. Und das Pushen bedeutet einfach, Sie schieben Ihre lokale Version auf das Repository. Wenn das passiert, dann haben wir das jetzt so konfiguriert, dass dann automatisch Tests durchgeführt werden. Das heißt, man kann, also es gibt Unit-Tests, die sind hinterlegt, die können Sie auch lokal ausführen, um bei sich in IntelliJ direkt zu überprüfen, ob ja, Ihre Implementierung einfach korrekt ist. Aber Git bzw. GitLab an der Stelle macht das auch automatisch. Und das macht es immer dann, wenn halt eine Änderung hochgeladen wird. Und dann kann man hier sehen, in CI/CD Pipelines, da sind halt einige Tests schon gelaufen. Da kann man auch sehen, mit welchem Commit ist das passiert. Und jetzt sieht man zum Beispiel hier, da hat Christian irgendwie einen Commit hochgeladen, bekommen ein Squad-Problem zu beheben und da sind die Tests durchgelaufen. Also alle Tests sind durchgelaufen. Deswegen ist dann am Anfang einfach ein grüner Haken. Das heißt, ja, alles super. Grüne Tests waren erfolgreich. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass ich da irgendwas implementiert habe und der Unit-Test schlägt dann fehl. Dann kann ich hier sehen, erstmal, es ist überhaupt irgendwas fehlgeschlagen. Also alles, was nicht passt ist, oder alles, wo mindestens ein Fehler drin ist, ist failed. Man kann hier auch sehen, in welcher Pipeline das war. Der Build ist noch gelaufen, da war alles gut. Aber der Test ist halt fehlgeschlagen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich möchte mir das mal ein bisschen genauer angucken, dann klicke ich da mal drauf. Dann sieht man erstmal noch, welche Pipeline ist eigentlich fehlgeschlagen und so weiter und so fort. Was dann eigentlich das Interessantere ist, ist, wenn man jetzt auf Tests geht und dann den Job auswählt, den Testing-Job auswählt, dann sieht man jetzt hier in der Übersicht ganz genau, welcher Test ist denn jetzt eigentlich fehlgeschlagen. Also hier am Anfang, die sind noch alle durchgelaufen, aber hier hinten Sort Name for Large List ist zum Beispiel ein Methodenname und ein Test, der durchgeführt wurde. Und der ist zum Beispiel fehlgeschlagen. Da kann ich jetzt mal gucken, ja, was ist eigentlich passiert. Und dann sehe ich, okay, da hat der Entwickler der Tests, also Christian in dem Fall, hat halt irgendwie eine Fehlermeldung hinterlegt. Die ist jetzt in diesem Fall, die Sortierung von Namen ist inkorrekt. Ja. Okay, das heißt, in dieser Methode, in diesem Test ist irgendwas schiefgelaufen. Da ist die Liste nicht richtig sortiert worden. Also muss ich da einfach reingucken. Ne? Dann gehe ich halt jetzt in die entsprechende Methode. Die heißt eigentlich immer gleich. Ne? Also der Test heißt genauso. Ne? Genau, der Test heißt praktisch einfach nur Test und dann der Methodennamen. Genau, ja. Die Konvention. Genau, das heißt, man kann eigentlich auch von dem Testnamen dann auch direkt auf den Methodennamen schließen, den man dann untersuchen muss, was da schiefgelaufen ist. Genau. Ja,
Das ist für uns eigentlich auch maßgeblich jetzt hier. Darüber wollen wir eigentlich, ja, eigentlich entscheiden, ist da die Implementierung korrekt erstmal. Also wir gucken natürlich vielleicht auch mal in den Code rein, vor allem wenn irgendwas nicht gelaufen ist. aber auch vielleicht, wenn was alles durchgelaufen ist, dass wir es einfach mal sehen. Aber das ist so, wenn man jetzt Continuous Integration, Continuous Deployment ein bisschen weiter spinnt, dann ist es eigentlich so, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie eine große Web-Anwendung, da arbeiten irgendwie ganz viele Leute dran und so in der Vergangenheit und die ist zentral gehostet, sowas wie O365 vielleicht irgendwie, das könnte man jetzt mal so als extrem großes Beispiel nehmen. Früher war es ja eigentlich so, oder ist auch heute vielleicht teilweise noch so, da hat man dann irgendwie eine eigene Installation von diesen Sachen gemacht, da hatte man nicht so viele Cloud-Services. Dann gab es irgendwie alle Vierteljahre oder alle halbe Jahre gab es dann irgendwie so ein Service-Pack, wo dann irgendwie ganz, ganz viele Updates drin waren, die und Patches drin waren, Bugfixes drin waren und die hat man dann irgendwie so regelmäßig eingespielt. Aber ein halbes Jahr musste man dann irgendwie auch warten. Also es gab vielleicht für ganz kritische Sachen auch mal einen einzelnen Patch, aber normalerweise hat man eigentlich immer nur diese Service-Packs gemacht. Das ist natürlich echt so ein halbes Jahr zu warten auf einen Bugfix, der einen vielleicht total nervt, gerade der Bug irgendwie ist natürlich schlecht. Und die Idee hinter CI/CD ist dann einfach, dass diese Sachen einfach schnell gehen. Das heißt, der ganze Workflow, der da passiert, ist eigentlich so mehr oder weniger vollautomatisiert. Ich mache einen Bugfix als Entwickler, ich lade meinen Code hoch. Der Code wird automatisch durchgetestet. Das kann man jetzt so weit spinnen, wie man will, eigentlich die Automatisierung. Man kann jetzt sagen, okay, Tests sind alle durchgelaufen, Code scheint okay zu sein. Ich push den Code jetzt auch direkt, also ich kompiliere den und push den Code jetzt auch direkt, also das Binary sozusagen, auf ein Testsystem vielleicht noch. Was auch sehr groß sein kann. Also jetzt, man kann jetzt nicht alles in den IntelliJ überprüfen. Man hat ja vielleicht eine große Installation, da sind irgendwie viele Server beteiligt, die hängen alle aneinander, da sind verschiedene Dienste drin und so weiter, die kann ich natürlich nicht alle lokal testen. Dann wird das in eine Testinstallation geschoben, wird da vielleicht auch nochmal durchgetestet und vielleicht gibt es auch noch eine gewisse Usergruppe, die dann sozusagen nochmal überprüft, ob es läuft und dann irgendwann ihr Go gibt, dass es eigentlich okay ist. Dann könnte man zum Beispiel das auch über ein Label steuern, wenn die ihr Go gegeben haben und dann ein entsprechendes Label angehängt wird an diesen Commit. Dann kompiliert er das vielleicht nochmal durch und pusht das dann zum Beispiel auch direkt in ein Produktivsystem rein. Und so kommt dann im Prinzip ein Update so auf dem kürzesten möglichen Weg in eine laufende Software rein. Also bei so großen Projekten wie O365 oder auch irgendwie so, keine Ahnung, GitLab selbst oder vielleicht auch sowas wie Facebook oder Twitter oder Instagram oder sowas, da wird es halt genau so gemacht. Ne? Die warten nicht ein halbes Jahr, bis da irgendein Update kommt. Genau, und das ist der Witz bei dem ganzen CI/CD. Und man hat halt einen sehr definierten Ablauf, das ist auch gut. Man muss natürlich den Ablauf einmal skripten, das ist schon nötig auf jeden Fall, aber dafür hat man danach nicht das Problem, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass man beim händischen Installieren ja vielleicht doch mal irgendwo einen Klick anders macht als der andere oder doch irgendwo was vergessen hat einfach mal und dadurch dann Probleme entstehen, die man ganz schwer nachvollziehen kann. Wenn man jetzt so eine Pipeline benutzt, die geskriptet ist, ja, es läuft immer gleich. Ne? Wenn man das jetzt verbindet zum Beispiel mit solchen Tools wie Docker noch, dann ist es noch extremer, dann wird eigentlich alles, auch inklusive der Systembestandteile, einfach immer neu aufgesetzt, immer nach dem gleichen Schema aufgesetzt. Man hat immer dieselbe Ausgangsbasis, um Tests durchzuführen. Und ja, das macht schon Sinn auf jeden Fall. Ist initial vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber am Ende auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja, so viel zu CI/CD und was das soll. Was haben wir noch?
Ja, es gibt also, Sie können sich da auf jeden Fall auch mal durchklicken, Sie können sich das mal angucken. Wir benutzen jetzt die freie Version von GitLab. Die hat nicht alle Features der Premium-Version, was aber jetzt auch nicht weiter schlimm ist. Es gibt ein paar nette Kleinigkeiten, die man vielleicht gern hätte, aber ja, das ist eigentlich mehr alles. Auch mit dem Blick auf die Uhr. Das ist ja der Auftrag für diese Woche, dass Sie arbeitsfähig werden. Also Sie müssten sich hier einfach mal so ein bisschen durchklicken, wie Sie das sozusagen auch nochmal für sich einrichten. Ich denke, das Zusammenspiel dann mit dem IntelliJ, das zeige ich Christian gleich noch, denke ich mal. Ja. Ne? Das ist auf jeden Fall Aufgabe für diese Woche, ne? Dass Sie da sozusagen arbeitsfähig werden. Genau. Hintergründe dazu sind ja auch im Elias beschrieben. Mhm, genau. Also unter Durchführung des Praktikums in Elias steht auch eine Menge. Ja, vielleicht ein letzter Punkt noch, das Wiki könnte noch interessant sein. Da kann man einfach, ja, kann jeder, ist ein Wiki, ne? Kann jeder editieren, wie er will. Da könnte man zum Beispiel irgendwie auch schon mal eine Beschreibung, Projektdokumentation oder irgendwie sowas ablegen, ne? Hier ganz kurz zu den Tests, da ist eine Frage im Chat. Sollten diese Tests bei uns in den Projekten bereits vorhanden sein? Ja. Die Pipeline ist noch nicht durchgelaufen. Ein Fork ist kein Commit und der führt dann nicht automatisch die Pipeline aus. Das heißt, die ist auf jeden Fall hinterlegt in allen Projekten. Ach so. Die ist nur noch nicht angelaufen. Ja. Wenn Sie das tatsächlich machen möchten, können Sie eigenständig mal eine Pipeline losjagen, indem Sie über CI/CD, ich mache das mal bei uns im Projekt, denn hier in diesem Projekt, also das ist jetzt unser Fork, hier sieht man, ist auch noch kein Test durchgelaufen. Wenn wir das jetzt mal anstoßen wollen, können wir einfach hier oben über Run Pipeline einmal die Branch auswählen. Es müssen keine Variablen gesetzt werden und dann kann das einfach ausgeführt werden. Wenn Sie das jetzt alle machen, kann ich Ihnen schon mal garantieren, dass das einen Augenblick dauern wird, denn es gibt leider nicht so viele GitLab-Runner bei uns in der GitLab-Instanz. Das heißt, Sie müssen da halt ein bisschen drauf warten, bis Sie dran sind. Das ist wie so eine Queue, die dann abgearbeitet wird. Ja. Die Ergebnisse sollten aber identisch sein mit denen, die jetzt hier sichtbar sind. Ja, ich glaube, dann hake ich das Thema GitLab jetzt auch ab. Ne? Mhm. Alles klar. Dann mach du mal weiter. Alles klar. Super, dankeschön. Ja, wunderbar. Ja, sehr schön. Setzen wir uns jetzt kurz noch her und... Ganz kurz, da ist noch eine Frage von Herrn Mansour. Achso. Ja, ich habe eine kleine Frage, und zwar Sie haben uns hier einen Link geschickt in den Chat. Ich habe hier geklickt und ich habe mich dann angemeldet bei GitLab, aber bis jetzt habe ich keine Gruppe gefunden. Richtig. Ich wollte das eigentlich nebenbei machen, während Sebastian erzählt, aber aufgrund der technischen Probleme musste er meinen Laptop verwenden. Dementsprechend muss ich das jetzt gleich nachträglich machen. Das ist alles aufgezeichnet, dann müssen Sie sich zur Not die Aufzeichnung nochmal anschauen. Genau. So. Da ist noch eine Frage von Herrn Wolf. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich nur einen Bildschirm habe und leider... Ja, ich kommentiere das ja. Wunderbar. Nämlich, Ihnen ist bewusst, dass wir dass das Hauptprojekt noch nicht sehen können, richtig? Also, dass wir können nur unser eigenes Projekt sehen. Müssten Sie aber eigentlich, ist das die Sichtbarkeit von dem Projekt müsste eigentlich intern sein. Nee, ist privat. Oh. Also, da steht auch forked from an inaccessible project. Ja, okay, alles klar. Ich muss... Das muss ja nicht jetzt sein, nur... Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber eigentlich müsste es reichen, wenn wir User can request access. Oder müssen wir es public machen? Guckt es euch gleich in Ruhe an. Ja, okay. Wir speichern mal ab und dann gucken wir mal, ob das nicht, ob das nicht schon reicht. Ja, können Sie es einmal testen. Ich teile den Link mal kurz hier in. Wo ist der Chat? Das habe ich nicht gewusst. Gut, so, jetzt, ich habe, erstmal muss ich ein paar Sachen schließen.
Ich habe eine kleine Liste vorbereitet mit Dingen, die wir abarbeiten. Die Rechte müssten eigentlich sowieso schon so vergeben sein, dass niemand irgendwas kaputt machen kann. Aber Sebastian guckt sich das jetzt im Detail nochmal an. Ich habe eine kleine Liste vorbereitet mit Dingen, die wir abarbeiten müssen, damit sie lauffähig sind. Das ist aber alles, Emilia ist auch nochmal hinterlegt. Erstmal natürlich die ersten drei Punkte. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten das schon hinbekommen haben. Wie gesagt, hier geht es jetzt darum, bei GitLab sich einmal anzumelden, damit ich sie den Projekten zuordnen kann. Das hake ich jetzt erstmal ab. Alle, die noch nicht richtig zugeordnet wurden, erstellen entweder einen Issue oder schreiben das jetzt noch in den Chat, also Gruppenname und das Oscar-Kürzel, damit ich sie dann hinzufügen kann. Git-Installation, ich habe hier auch noch den Link dazu, der ist im Elias auch hinterlegt. Ich teile die beiden Links trotzdem nochmal hier im Chat. Einmal Git installieren. Dazu ist auch eine Anleitung im Elias hinterlegt. Diese Installationssachen mache ich jetzt nicht, weil das zu viel Zeit kosten würde. IntelliJ installieren. Das sollte eigentlich auch recht selbsterklärend sein. Da müssen wir gleich nur noch einen JDK hinzufügen. Das kriegen wir aber auch hin. Genau, um mit Git vernünftig arbeiten zu können, ist es eigentlich unabdinglich, dass man irgendwie eine Konsole benutzt. Man kann viele der Funktionen auch in IntelliJ direkt verlinkt nutzen. Ich glaube, es ist aber einfacher, erstmal so die typischen Grundlagen zu zeigen. Das heißt, wir beginnen jetzt damit, erstmal eine Konsole zu öffnen. Da gibt es unter Windows einen kleinen Trick, für Mac-Nutzer oder Linux-User können Sie eigentlich mit Rechtsklick direkt hier irgendwie eine Konsole öffnen. Unter Windows ist das immer ein bisschen blöd. Wenn man die PowerShell nicht benutzen möchte, kann man hier oben in die Adresszeile CMD eintippen und es wird automatisch ein Konsolenfenster in dem jeweiligen Verzeichnis geöffnet. Falls Sie das aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommen haben, können Sie den cd-Command benutzen, change directory, um das Verzeichnis zu ändern. Das heißt, über cd... kommt man eine Directory rauf, über cd und dann den Namen des Verzeichnisses kommt man wieder rein. Wenn Sie Git installiert haben, sollte eigentlich sofort alles so aufgesetzt sein, dass die Konsole das nutzen kann. Das heißt, wenn Sie Git in die Konsole eingeben, sollte irgendwie so eine Hilfsausgabe kommen, die erklärt, welche Befehle man so benutzen kann. Unser Ziel ist jetzt im ersten Schritt, das Projekt zu klonen. Das heißt, Sie müssen Ihre eigenen Projekte auswählen und nicht das Masterprojekt, sondern die in der Projektgruppe AD Sommersemester 2020. 22, genau, wir sind schon. Und dann gibt es auf der Seite hier direkt einen Button Klon oder Clone. Da können Sie sich hier einen von zwei Links auswählen. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie einen SSH-Schlüssel vergeben haben. Deswegen ist es am einfachsten, wenn Sie mit HTTPS klonen. Da werden Sie gegebenenfalls gleich aufgefordert, einmal Ihre OSCAR-Kennung einzugeben. Ich glaube, ich habe das schon gemacht. Der Befehl zum Klonen eines Projektes, ich mache mal kurz ein Verzeichnis und nenne das irgendwie Borg. Der Befehl zum Klonen ist git clone. Es gibt noch ein paar Parameter, die man geben kann, aber die braucht man nicht, zumindest in diesem Fall nicht. Und dann fügen Sie einfach den kopierten Link, den HTTPS-Link ein und drücken Enter. Dann sollten alle Projektdateien heruntergeladen sein. Wir können das einmal über den dir-Command unter Windows oder LS unter Unix-Systemen
Sie sehen, da wird automatisch ein neuer Ordner angelegt, und zwar mit dem Namen des, der Repository, die wir gerade geklont haben. Da können wir jetzt mal reingehen. ASOS. Mit Tab können Sie autocompleten. Genau, und hier sind jetzt einige Dateien hinterlegt, und zwar all die Dateien, die Sie brauchen, um den Code auszuführen. Hauptsächlich natürlich die Source Directory. Gut, ich denke mal, das war es schon soweit zu Git. Achso, genau, falls Sie schon Git-Accounts haben und das schon einen Augenblick machen und wollen, dass Ihre Commit-Messages richtig angezeigt werden, das heißt mit Ihrem Namen, müssen Sie gegebenenfalls im Projekt nochmal die, Konfiguration anpassen, dass, dass der richtige Name und die richtige E-Mail-Adresse verwendet wird. Denn sonst zeigt er hier so ein, komm, ich kann das mal zeigen, zeigt er hier so ein einfach nur Christian an und hat nichts verlinkt, weil die falsche E-Mail-Adresse verwendet wurde. Dazu geben Sie einfach git config, wenn Sie das lokal machen wollen, lassen Sie dieses .global weg, konfigurieren Sie das einfach, username, können Sie Namen eingeben und git config user email. Hochschule Osnabrück. Entschuldigen Sie meine Tippgeschwindigkeit, die ist hat ein wenig nachgelassen, nachdem ich auf ein englisches Layout umgeswitcht bin. Genau, jetzt wo Sie das eingerichtet haben, sollte alles vernünftig hergestellt sein. Jetzt sind die Projektdateien soweit schon verfügbar, dass Sie IntelliJ öffnen können und das Projekt öffnen können. Das sollte erstmal so aussehen, vielleicht sind hier noch keine Projekte hinterlegt oder vielleicht haben Sie schon mal ein Projekt geöffnet und sind direkt in der Projektansicht. In diesem Fall gehen Sie dann über File und Open. Wir gehen jetzt über Open und öffnen ein bestehendes Projekt. Ich habe das hier in Algopraktikum, Fork, und hier sollten Sie auch direkt sehen, dass der Ordner irgendwie so ein bisschen hinterlegt ist. IntelliJ kann erkennen, dass das ein Maven-Projekt ist oder ein IDEA-Projekt, also ein IntelliJ-Projekt. Das können Sie dann direkt auswählen und mit OK bestätigen. Und dann sollte das Projekt geöffnet werden. Sie werden dann gefragt, ob das getrusted werden kann. Da geht es eigentlich nur darum, dass kein Code ausgeführt wird, der gegebenenfalls Ihren Computer beeinflussen könnte. Genau, und Sie werden mit der README begrüßt. Wie gesagt, hier steht auch nochmal alles im Detail drin. Es kann jetzt einen kleinen Augenblick dauern. Sie müssten hier unten, genau, Wir laden jetzt gerade noch ein paar Maven-Abhängigkeiten runter und das Indizieren wird auch noch einen kleinen Blick dauern. Das dauert dann, je nach System kann das so eine Minute dauern, bis das alles richtig aufgesetzt ist und Sie das System vollständig benutzen können. Es wird höchstwahrscheinlich so sein, wenn Sie IntelliJ das erste Mal installiert haben, dass Sie nicht das richtige JDK zur Verfügung haben. Wir benutzen in diesem Fall Azul Zulu. Das ist ein recht gut gepflegtes JDK, das auch regelmäßig Updates raushaut und was auch ziemlich viel unterstützt. Das müssten Sie jetzt einmal nachinstallieren. Das macht IntelliJ sehr einfach. Sie können einfach über File, Projektstruktur oder Project Structure diesen Dialog hier öffnen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und da sehen Sie hier sofort unter Projekt, Project SDK, hier ist bei mir schon einer ausgewählt, der richtige. In diesem Fall wollen Sie aber über diesen kleinen Pfeil nach unten, Add SDK und Download SDK oder JDK und die Version 15 auswählen, den Azul Zulu Community und halt ein Verzeichnis
Ich lade ihn jetzt nicht runter, weil das wahrscheinlich einfach ein bisschen lange dauern wird. Aber das ist das Setup. Es geht nur darum, dass die Major Version 15 ist, welche Minor Versions Sie hier hinten, also dieses 0, 6, das ist irrelevant. Da können Sie einfach immer das Neueste nehmen. Er kennt, das habe ich auf jeden Fall nochmal getestet, also das ist natürlich der Weg, übers Menü zu gehen. Er kennt allerdings auch tatsächlich, wenn Sie kein passendes JDK haben, aus der Projektbeschreibung, das zeigt er oben, also zeigt dann an, dass er, dass ihm das fehlt. Und dann kann man auch einfach oben in der blauen Leiste, die sehen wir jetzt halt hier nicht, weil das hier schon drauf ist, auf Download klicken. Dann macht das sogar komplett automatisch. Mhm. Aber wenn man mehrere haben will oder mehrere hat, dann kann man natürlich darüber ganz gut gehen. Genau. Das Menü. Genau, wunderbar. Sie können unter Plattform Settings und SDKs sonst auch nochmal eine Liste aller installierten JDKs sehen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Genau. Und jetzt sollten Sie schon in der Lage dazu sein, das Projekt zu verwenden. In erster Linie gibt es hier eine Handvoll Dateien und Ordner, die irrelevant sind für Sie. Hauptsächlich werden wir uns mit diesem Ordner, mit dem Source-Ordner beschäftigen. Der hat eine ganz feste Struktur, das ist in Maven-Projekten immer so. Es gibt einen Main-Ordner und einen Test-Ordner. Wahrscheinlich können Sie sich schon denken, wofür Test steht. Da sind alle Testdateien drin, derzeit nur eine. Und in Main werden Sie hauptsächlich arbeiten. Es gibt hier noch ein Ressourcenverzeichnis, das müssen Sie aber auch erstmal nicht beachten. Unter Java finden Sie, wahrscheinlich wie aus dem ersten Semester bekannt, alle Java-Dateien. Der Entry Point, die Main-Methode, finden Sie in der Datei Operating System. Die können Sie praktisch ja, wie gewohnt ausführen über diesen kleinen grünen Pfeil. Ich denke mal, dass hier noch keine Konfiguration oben sichtbar ist. Sobald Sie über diesen kleinen grünen Pfeil das Projekt ausführen, sollte das Projekt eigentlich automatisch bauen. Sie sehen hier unten, was passiert. Es wird gebaut. Eine kleine Testausgabe hier in der Konsole gemacht. Und das Projekt öffnet sich. Das ist eine kleine Terminal-Anwendung, die ich entworfen habe. Die ist noch etwas unfertig, rudimentär, aber sie kann schon mal alles das, was Sie brauchen, um das erste Praktikum zu bearbeiten. Über den Help-Command können Sie sich eine Liste mit mit den Commands ausgeben lassen. Die sind so eine bunte Mischung aus Dingen, die mir eingefallen sind und Dingen, die vielleicht etwas weniger Sinn machen, sowas wie Makefile zum Beispiel, ist aus Systemen eigentlich eher unbekannt. Ich dachte, das wäre aber von der Handhabung her ein bisschen einfacher als irgendwelche Pipes oder Vergleichbares oder Touches. Genau, hier wie gewohnt mit der Konsole über CD können Sie irgendwo hinwechseln in irgendwelche Verzeichnisse. Das funktioniert auch wie gewohnt. Also Sie können zum Beispiel auch über einen Pfad direkt in das Verzeichnis gehen. Der ls-Command bietet Ihnen alle möglichen Funktionen. Also es sind mehr oder weniger alle Funktionen irgendwie implementiert, die man sich vorstellen kann. More kann zum Beispiel auch den Inhalt einer Datei ausgeben. Das Ganze ist case-sensitive, das heißt, Sie müssen auf Groß- und Kleinschreibung achten. Genau. Aber hier können Sie sich austoben und selbst erkunden. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Sie können jetzt, nachdem Sie das einmal ausgeführt haben, hier oben sehen, dass hier eine Konfiguration hinzugefügt wurde. Sie können jetzt über diesen kleinen grünen Pfeil das aus jeder Datei heraus ausführen oder wenn Sie mit Shortcuts arbeiten wollen, unter Windows ist das Shift und F10. Aber bei IntelliJ ist es so, dass wenn man darüber hovert, die Shortcuts eigentlich immer in grau dahinter hinterlegt werden, also Shift F10. Was die Mac-Shortcuts angeht, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Genau.
Hier sind einige Packages in diesem Projekt. Relevant für Sie ist eigentlich nur das Controller-Package. Ich habe das Ganze ein bisschen so strukturiert, dass Sie recht unabhängig vom Rest des Codes Ihre Funktionalität implementieren können. Und in den Commands selbst werden Sie eigentlich die hauptsächliche Arbeit leisten. Die sehen immer so aus. Ich mache das hier mal am Beispiel CD-Command. Sie haben eine Execute-Methode und eine Get-Description-Methode. Die Execute-Methode sieht im Endeffekt aus wie eine etwas erweiterte Main-Funktion. Sie haben eine Instanz des Betriebssystems, über das Sie Informationen abrufen können. Sie haben eine Instanz des Terminals, über das Sie Ausgaben machen können. Und Sie haben die Argumente, die dem Command übergeben wurden. Das heißt, in diesem Fall wird hier zum Beispiel CD übergeben und das Verzeichnis, in das man wechseln möchte. Dann kann man die Betriebssystemfunktion über das Dateisystem aufrufen, und zwar Change Directory. Und dann wird mit dem ersten Argument, das übergeben wurde, also dem Pfad, die Directory geändert. Und naja, die Ausgaben funktionieren genauso, wie man das über das System Out Printline kennt, nur dass wir hier in diesem Fall Terminal Printline verwenden. Man kann hier eine leere Zeile ausgeben, man kann aber auch irgendwie Text da reinschreiben. Genau. So viel dazu. Genau, die erste Praktikumsaufgabe, das mache ich vielleicht jetzt nochmal eben, befasst sich mit dem ls-Command, also mit dem Ausgeben des Inhalts eines Verzeichnisses. Da gibt es einige Parameter, Name, Datum, Größe und der zugeordnete Nutzer. Ihre Aufgabe ist es dann, in den folgenden Methoden hier Sortieralgorithmen zu implementieren, die Ausgabe so sortieren, dass sie halt vernünftig in der Konsole ausgegeben werden kann. Genau, dann wird es unwiderruflich passieren, dass Sie irgendwie Änderungen vornehmen müssen. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich jetzt auch tatsächlich alles gemacht habe. Herr Maven Scripts können wir gleich noch mal kurz besprechen. Ja, machen wir vielleicht jetzt direkt. Ja, genau, das wäre vielleicht noch ganz gut. Wenn IntelliJ erkennt, dass das ein Maven-Projekt ist, wenn Sie den Ordner vernünftig geöffnet haben und alle diese Dateien hier sehen und diese pom.xml hinterlegt ist, dann sollten Sie automatisch auf der rechten Seite hier so einen Maven-Tab sehen. Da können Sie draufklicken. Und wenn Sie das hier mal aufklappen und unter Lifecycle sehen, finden Sie eine Handvoll Skripts, die Maven standardmäßig zur Verfügung stellt. Hauptsächlich interessant sind Test bzw. Verify. Beide Skripts können Sie mit einem Doppelklick ausführen und dann werden automatisch die Tests, die ich hinterlegt habe, ausgeführt. Dann können Sie lokal sehen, ob Ihre Implementation der Sortieralgorithmen jetzt beispielsweise funktioniert. Ich mache das jetzt mal spaßeshalber für Test mal eben aus. Dann werden tatsächlich nur die Tests gelaufen. Und dann sehe ich hier sofort, da hat was nicht funktioniert. Leider ist es so, dass die Standard-Maven-Testausgabe ein bisschen schlecht ist. Er gibt mir zwar hier die vorgekommenen Fehler an, aber das ist nicht so schön hinterlegt. Also Sie müssen dann immer auf diesen ersten Reiter nach oben klicken und dann finden Sie hier die Ausgaben. Sie können die Testdateien auch direkt ausführen. Das kann ich aber nachher nochmal zeigen. Okay, wenn das in der Anleitung steht, dann überspringen wir das mal aus zeitlichen Gründen. Genau, das müsste eigentlich schon reichen, damit Sie die Aufgaben bearbeiten können. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, was passiert, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben und die committen wollen. Das können Sie einerseits in IntelliJ direkt über diese Pfeile hier machen, weil hier eine Git-Ignore und ein Punkt-Git-Ordner, der ist zwar versteckt, aber der ist auch in diesem Projekt drin ist, erkennt IntelliJ, dass das ein Git-Projekt ist. Sie können diese Funktionalitäten hier, genauso wie Sie die Commands, die ich gleich zeigen werde, nutzen können,
nutzen, um ihr Projekt mit, ja, mit dem Repository in GitLab zu synchronisieren. Sie können über Update Project alle Updates, die ihre Teamkameraden gemacht haben und Kameradinnen aktualisieren. Sie können über Commit einen neuen Commit anlegen und über Push die ganzen Commits, die sie angelegt haben, hochladen. Das ist auch typischerweise die, die Reihenfolge, in der sie die Sachen abarbeiten wollen. Und zwar wollen sie immer sicherstellen, dass sie einen aktuellen Stand haben. Das heißt, bevor sie committen oder pushen, ist es durchaus sinnvoll, einmal Git Pull auszuführen. Jetzt sehen wir hier natürlich, es sind keine Änderungen im GitLab vorhanden. Das heißt, es musste nicht heruntergeladen werden und aktualisiert werden. Ich füge mal ein Command oder ein Comment hier ein. Speichere das, beziehungsweise IntelliJ speichert automatisch, aber ich habe die Angewohnheit, trotzdem Steuerung S zu drücken. Jetzt haben wir hier eine Änderung an der Datei vorgenommen, die wird dann in blau hinterlegt in IntelliJ. Diese Änderungen können wir jetzt hinzufügen über Git Add. Dann wird sie einem, ja, dem derzeitigen Stand hinzugefügt sozusagen. Punkt heißt einfach nur, oder der Punkt, den ich am Ende einfüge, heißt einfach nur, dass alles, was innerhalb des Verzeichnisses, in dem ich mich gerade befinde, automatisch hinzugefügt werden soll. Über Git Commit und dann minus M können Sie einen neuen Commit erstellen. Mit minus M definieren Sie die Commit-Nachricht. Neuer Kommentar hinzugefügt. Achso, ich habe ja jetzt eine deutsche Tastatur. Genau. Die Commit-Nachricht immer in Anführungszeichen, damit der gesamte String ausgewertet werden kann. Und dann über Git Push. Auf Origins gehe ich jetzt nicht weiter ein. Der Origin Main ist direkt der richtige. Den können Sie auswählen, beziehungsweise der ist direkt ausgewählt. Über Git Push können Sie jetzt Ihre Änderung veröffentlichen. Sie können aber auch, sagen wir mal, Sie haben jetzt mehrere oder Sie möchten mehrere Änderungen vornehmen und möchten die noch nicht teilen, aber möchten die in separate Commits aufteilen, können Sie die Commits noch unveröffentlicht lassen und einfach noch eine Änderung vornehmen, einen neuen Commit anfügen. Kommentar. Okay, ich müsste vielleicht erst alles hinzufügen und dann über Commit die Änderung wieder committen und über Git Push wird es dann veröffentlicht. Dann werden beide Commits automatisch hochgeladen und das sollten wir eigentlich auch direkt in unserem Projekt sehen können. Genau. Hier sehen Sie jetzt zweiter Kommentar hinzugefügt und über die Commit-Ansicht hier oben finden Sie die beiden Commits, die hinzugefügt werden, wurden. Die Pipeline wird immer nur für den neuesten ausgeführt, wenn Sie mehrere Commits auf einmal pushen. Gut. Christian, mir würde sich jetzt die Frage stellen als Studierender. Du hast eben gesagt, ich habe ja im Prinzip dieses kleine Git-Menü im IntelliJ. Du hast es aber über die Kommandozeile eingepflegt. Ja, genau. Warum? Weil die Kommandozeile deutlich mehr Funktionalität bietet als das Menü in IntelliJ. Und ich Leute daran gewöhnen möchte, die Kommandozeile zu benutzen. Wir können das Ganze aber auch gerne noch einmal durchexerzieren über IntelliJ machen. Weil alles schon fertig miteinander verlinkt ist, weil Sie den Fork vernünftig geklont haben, können Sie hier über Update Project automatisch den Pull-Command ausführen. Genau.
Die Voreinstellungen hier sind soweit richtig. Wir wollen kein Rebase, sondern ein Merge. Okay, deswegen habe ich das gemacht. Das ist natürlich klar, weil ich meine Oscar-Nutzerkennung nicht kenne. Weil ich einen Passwortmanager benutze und noch nie ein Passwort auswendig gelernt habe. Also man, vielleicht ganz kurz als Zwischending da, also man kann sowas wie einen Push und einen Commit kann man natürlich eigentlich auch über die GUI vielleicht machen. Es gibt allerdings auch noch eine ganze Menge mehr Dinge, die man machen kann. Git ist echt sehr flexibel auch, was so Sachen angeht, wie zum Beispiel nachträglich noch Commit zusammenfassen oder solche Dinge. Dafür muss man aber dann doch schon auf die Kommandozeile auch. Also es ist jetzt nicht verkehrt, die Funktion auf der Kommandozeile dann auch zu kennen, auf jeden Fall. Ne? Genau, genau. Vielleicht einen Commit kann ich auf jeden Fall zeigen. Ein Push ist trivial, das ist das gleiche wie ein Pull. Wenn Sie jetzt etwas committen wollen, würde ich erstmal empfehlen, hier eine Einstellung zu ändern, denn diese Ansicht ist ein bisschen unübersichtlich. Es müsste automatisch sich so ein Fenster ausfächern. Über Show Options Menu müssten Sie die Möglichkeit haben, hier Switch to Commit Dialog. Dann wird automatisch dieses Dialogfenster hier verwendet. Ich finde das zwar ein bisschen unübersichtlicher, aber hier kann man schönere Einstellungen vornehmen. Fangen wir mal hier oben an. Wir sehen eine Liste aus Dateien, die geändert wurden, die wir dem Commit hinzufügen wollen. Wir könnten hier jetzt einen Autor angeben, das müssen wir aber nicht, weil wir uns vernünftig angemeldet haben, was ich in diesem Fall nicht habe. Wir können eine Commit-Message festlegen, genauso wie vorher auch. Und wir können ein paar Änderungen am Code durchführen, falls wir das denn möchten. IntelliJ hat automatisches Code-Formatieren zum Beispiel. Das heißt, das könnten wir auswählen. Dann wird der Code vor dem Commit vernünftig formatiert. Und so sieht er dann bei allen gleich aus. Das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Sache, die man machen könnte, wenn man IntelliJ verwenden möchte. Optimize Imports ist eine andere Sache, die man vielleicht noch auswählen könnte, wenn man wollte. Dann werden alle nicht genutzten Importe hier, ich kann das jetzt gerade nicht auffächern, weil das Fenster es mich nicht machen lässt, alle nicht verwendeten Imports werden dann entfernt. Das kann man meinetwegen auch noch anwählen. Analyze Code und Check to Do's ist ein bisschen nervig, die nehme ich normalerweise immer raus. Wenn man dann alles soweit ausgewählt hat, sieht man hier unten noch eine Änderungshistorie, also alle Änderungen, die man jetzt gerade veröffentlichen möchte. Und dann kann man hier über Commit einen Commit anlegen oder, wenn man den Pfeil hier klickt, Commit und Push automatisch den Commit direkt mit pushen. Wie gesagt, mache ich jetzt nicht, weil ich meine Oscar-Kennung nicht im Kopf habe. Genau. Jetzt schauen wir nochmal in den schlauen Zettel. Genau, Fork synchronisieren machen wir wann anders. Das brauchen wir uns jetzt noch nicht anschauen. Und großartig in den Code reinschauen brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ich möchte zwar noch ein paar Worte zu verlieren. Und zwar ist es so, dass der Code immer noch wächst und immer noch weiterentwickelt wird. Das heißt, an manchen Stellen ist der gegebenenfalls nicht optimal. Ich bin mir sicher, dass unter Ihnen einige sind, die schon Programmiererfahrung haben und an einigen Stellen vielleicht sogar die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ich da ein bisschen weniger clean programmiert habe. Das hat mehrere Gründe, aber hauptsächlich, um agil zu bleiben mit dem Projekt. Das bitte ich zu verzeihen. Sie können sich natürlich, das habe ich hier unten auch nochmal geschrieben, den Code ansehen und Erweiterungen schreiben, wenn Sie das möchten. Das ist alles offen. Der gesamte Code hier drin kann editiert werden, solange das Projekt weiter ausführbar bleibt und Sie die Aufgaben vernünftig bearbeiten können. Das heißt, wollen Sie beispielsweise einen weiteren Command hinzufügen, können Sie sich im Terminal Controller angucken, wie das ist alles halbwegs vernünftig dokumentiert.
wie so ein Command registriert wird, was Sie tun müssen, damit das ausgeführt wird. Und dann können Sie hier unter Commands einen neuen einfügen und was auch immer damit machen. Da können Sie sich frei entfalten, wenn Sie das möchten, müssen Sie nicht. Oder mitarbeiten, genau. Das ist auch eine Geschichte, wenn jetzt beispielsweise Sie einen Fehler finden im Programm, den ich übersehen habe oder der einfach noch behoben werden muss. Oder eine sinnvolle Erweiterung für das Programm entwickeln und Sie meinen, dass das lohnenswert ist, dass das generell in das Projekt aufgenommen wird, können Sie sich einfach über das Masterprojekt bei uns melden, per Issue oder per Merge Request, je nachdem, wie fit Sie mit Git sind und die Änderung vorschlagen. Und dann schaue ich mir die an und dann wird die gegebenenfalls aufgenommen. Genau, so viel mal dazu. Ich glaube, um das Praktikum bearbeiten zu können, also eine Ausnahme zum Bearbeiten gilt natürlich, Leute, die jetzt meinen, sie könnten jetzt ein bisschen schummeln, die Testdateien können natürlich nicht bearbeitet oder sollten nicht bearbeitet werden. Das werde ich mit Sicherheit im Einzelnen nicht kontrollieren können, aber die Tests sollten so bleiben, wie sie sind. Das wäre von Vorteil. Gut. Okay. Es bis hierhin Fragen. Das war jetzt fürchterlich viel Input, zumal ich ja im letzten Semester, als ich mal wieder zwei Semesterveranstaltungen hatte, Audio-Videotechnik, wo wir auch mit Kommandozeilenwerkzeugen gearbeitet haben und die Leute da teilweise erstmalig mit in Berührung gekommen sind. Darum hatte ich eben nochmal gefragt, nach der Verwendung von Git im Terminal und sozusagen über das User Interface. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Fragen von Seiten der Studierenden jetzt. Herr Kulpers. Genau. Dürfen wir einen eigenen Git-Flow quasi implementieren oder sagen Sie, dass wir alles auf den Master pushen sollen? Also wenn Sie Feature-Branches oder sowas in Ihrem eigenen Projekt implementieren wollen und sich voll ausleben wollen, dann können Sie das bestimmt machen. Es wäre halt schön, wenn es halbwegs übersichtlich bleibt und nicht zu stark vom tatsächlichen Projekt divergiert, aber wenn Sie da fit genug sind, dann meinetwegen. Alles klar, danke. Prinzipiell ist es eigentlich relativ offen, würde ich sagen. Auch das IntelliJ haben wir jetzt ausgewählt, weil das einfach sehr gut passt. Ne? Wenn Sie jetzt natürlich irgendwie sagen, ich arbeite aber lieber mit einem anderen Tool und bin da total fit drin, und kann damit die Praktikumsaufgaben genauso gut lösen oder besser, dann können Sie das auch machen. Wir können halt nur nicht alles einfach supporten hier von uns aus. Ne? Das wird dann einfach zu viel. Und deswegen haben wir uns jetzt für diese Tools entschieden. Aber ich würde sagen, wie Sie es möchten. Hauptsache ist wirklich, Sie kriegen die Praktikumsaufgaben damit gelöst. Dann ist alles gut, ne? Okay. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ganz kurz zusammengefasst nochmal Arbeitsauftrag für diese Woche. Werden Sie arbeitsfähig fürs Praktikum? Richten Sie sich sozusagen als Team ein? Richten Sie sich sozusagen das GitLab ein? Richten Sie sich das Board ein, wie Sebastian das eben gezeigt hat? Installieren Sie sich Entwicklungsumgebungen? Holen Sie sich sozusagen Ihren Fork von dem Projekt, das jetzt Ihrer Gruppe zugeordnet ist, in Ihre Entwicklungsumgebung rein? Das ist alles nochmal im Elias beschrieben. Da können Sie das nochmal irgendwie durchgehen. Ansonsten wissen Sie, wie Sie sich zu melden haben, nämlich über so ein Issue. Und ja, das wäre die Aufgabe für diese Woche. Das wäre gut, dass Sie das, wenn Sie das erledigen, dass wir dann sozusagen, dass Sie dann nächste Woche direkt dann auch praktisch starten können. Genau. Ich hätte jetzt sonst eigentlich auch nichts mehr anzu.
fügen. Diejenigen, die jetzt hier sozusagen in GitLab noch nicht angemeldet waren, sich noch keinem Team da zugeordnet haben, mögen das bitte rasch nachholen, dass wir das hier nachziehen können, weil das müssen wir einmal einrichten, das muss Christian einmal eingerichten, dann, damit sie dann arbeitsfähig werden. Ja, genau. Also wenn Sie sich jetzt hier im Chat noch nicht gemeldet haben, dann